tatsächlich. Und ich glaube, es wird auch ein sehr enges Spiel. Ich kann mir besten Willen nicht vorhaben. Aber absolut. Schauen wir mal rein. Gucken wir, was passiert. Absolut. Und damit, liebe Zuschauer, auch hereinspaziert. Ball geht hier allerdings. Spanische Spieler auch immer sehr, sehr gut ausgeschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt heute was wird, dass er einfach taktisch so brillant spielt. Japaner hingegen spielen oft so eine Erfahrung, so ein Auge hat, so eine Cleverness, so ein Spielverständnis. Hm? Ich hätte vor dem Spiel, glaube ich, 3-2 für Ball gesagt. Sehe ich ähnlich. Ich kann mir auch nach wie vor. Oh ja. Wow. Sämtlichsten Fans im Rücken. Das kann Unterschied machen. Das macht für gewöhnlich auch ja, erstmal vermeintlich deutlich ist. Uda kommt gerade jetzt im nächsten Satz auch dagegen gehen kann. Ja, absolut. Danke, Danny heißt dann nochmal aufzeigt. Danke an der Stelle, sehr, sehr cool. Ich glaube für alle auch sehr interessant. Macht gerade die Umfrage fertig. Dann können wir mal gucken und repräsentativ zeigen, was ihr dieses Mal funktioniert und besser klappt. Ich hoffe natürlich. Ja. Zweimal abgestimmt. Der schön nochmal danke. Hoffentlich kriegen wir das heute besser hin. Ja. Aber. Okay. Vielleicht könnt ihr es ja trotzdem einmal unten in den Chat reinschreiben, ja. Vielleicht haben wir dann. Interessanter Fakt auch zu Timo Boll. Gewollt hat, also mit den Aufschlägen der Zweit- und Drittligaspieler. Also keinerlei Rückschlag. Cleverness durch seine Erfahrung, dass sie einfach nicht in Angriff gekommen sind. Und das ist das Erstaunliche auch eben. Es schaut bei ihm so. Gerade im Hinblick auf das Problem, was er angesprochen hat, mit dem Login. Wird er hier vom Ball ausgespielt? Und er macht. Sich nicht von Punkte stehen, sondern er bleibt da cool, guckt zweimal mit der Vorhand, macht jetzt ein. Puh, aber Uda hat eine direkte Antwort parat. Okay, schließe ich mich an. 1-1 sage ich dann. Und er macht. Und er macht gleich den ersten. Wie kein zweiter, also ich bin jetzt gespannt. Es wird auf jeden Fall ein richtungsweisender Satz. Ja. Das ist der Punkt, den wir den Abschluss, den direkten. Und könnte ich mir vorstellen. Diese, ja, mit denen man nicht unbedingt recht, diese kleinen Punkte eben, dieses kleine, einfach mal Fehler. Da, und das ist wieder der schöner Punkt. Schöner paralleler Tops. Ja, schauen wir mal. Hat er natürlich Chancen. Oh. Wahnsinn. Definitiv. Antizipation bei Timo ja auch. Gut macht. Was noch gar nicht so angesprochen wurde. Jetzt hier der Punkt mit ihm. Ja. Bogenlampe auch, so mit fies Spin, aber auch ein bisschen höher, sodass, wenn man nah am Tisch Arm extrem hochnehmen, dann kriegt man nur oft an die Kante und das macht Timo jetzt extrem gut. Jetzt. Oder gibt sich.
Klasse im Sprung, den ersten, den zweiten. Obwohl wir nachher, glaube ich, sogar noch Schlägerball haben. Kann das sein? Das kann sein. Das könnte es sein. Vielleicht können wir einmal schnell die Partien noch einblenden, die daraufhin. Bastian Steger gegen Timo Boll haben wir. Philipp Selko, Anton Kellberg folgt. Die haben ja doch schon 100 Mal gegeneinander gespielt. Ja. Vielleicht schafft es aufgrund dessen. Vielleicht auch doch eher Steger. Wie du vollkommen richtig gesagt hast, natürlich schon Jahre sehr Start erwischt, Jukia, dann ist da auch definitiv noch was möglich. Und dass der auch im Kopf fit ist. Ja, der lässt sich von sowas nicht rausbringen, obwohl er noch so jung ist. Gute Platzierung. Diese Saison auch schon ein paar Mal die Situation, einen Gegner zu spielen. Und dann auch immer beim Coaching einer sagt, spiel ihm auf dem Ranzen. Glaubt das aber nicht, genau, ich glaube aber 21. Kann ich auch gleich nochmal darauf eingehen. In dem Fall ging das Argument in die Richtung, dass, wie gesagt, Timo und Basti sich befreit aufspielen, hat die Zuschauer, die Fans im Rücken. Und wie Joelle schon gesagt. Und er schafft sie noch nicht. Das hat Timo gesehen. Hätte ich nicht gedacht. Sieht früher, als er mit den Top-Chinesen mitgehalten hat. Jetzt schon eher geringer, als es jetzt noch früher der Fall war. Aber gegen alle anderen. Trotzdem. Und ja, das ist eben das, was ihn so stark macht. Ball holt. Ja, wahrscheinlich mit der beste Spieler Europas und auch in der Welt. Und noch einer der. Boah! Und er schafft es noch nicht zuzumachen. Noch. Boah! Und es geht gleich weiter! Und er macht das Satz Ding zu! Satz oder? Kein Top-Chinesen mehr schlägt, das habe ich nicht gesagt, sondern dass die Chancen einfach geringer sind früh geworden. Das heißt trotzdem, dass es natürlich noch möglich ist, wie jüngst gegen Lin Gaoyuan gesehen, da einen der Jungs zu schlagen. Natürlich, da ist er so oft in der passiven Rolle. Wie er es früher noch geschafft hat. Heißt nicht, dass er natürlich nach wie vor in der Lage ist. Mit dem 4:2. Er hält jetzt auch den Ball länger im Spiel. Und jetzt natürlich auch die Halle hier. Und hier, gleiche Spiel. Aber zum Sieg gegen Kelbe, wie sagst du? Schauen wir mal. Boah. Wahnsinn. Rück mit den Nerven. Also als ich 0-2 auf 3-2 für den TSV und jetzt steht sie im ersten. Ja, ich sag mal, spannend und entscheidend. Ich fürchte, die Schlange beim Beruhigungstischstand wird auch wieder entsprechend lang sein später. Ich glaube, dann reißen die hier die alle ab. Boah, und danach sieht es aktuell aus. Oh, und Uda hier mit ein. Boah, und das Ding geht weiter. Matchball, oh. Oder? Ja, ganz wieder. Phänomenal.
Oh, sehr. Was die zwei Jungs hier auf den Tisch zaubern. Und Ball macht das Ding zu. Timo holt das Ding. Und die Halle hier sehr ruhig. Stehen trotzdem alle auf. Stehen alle auf. Wow.